Hey, ich denke mal, jeder kennt die Partyboxen von JBL, die extrem gut sind, aber eben auch ihren Preis haben. Genau deswegen haben wir mal eine etwas preiswertere, aber nicht unbedingt schlechtere Alternative herausgesucht, nämlich den Party Loud L von Fresh & Rebel. Was man hier erwarten kann und was er klangtechnisch an den Tag bringt, erfahrt ihr jetzt. Beim Auspacken gibt es nichts Besonderes, lediglich eine Kurzanleitung und ein 1,4 Meter langes Stromkabel. Und dann hat man auch schon den Party Loud L vor sich und er wirkt erstmal recht klein, denn er misst nur ca. 57 x 30 x 30 cm und wiegt knapp 11 Kilogramm. Es kommt aber nicht immer auf die Größe an, so sagt man mir zumindest immer. Und genau deswegen werfen wir mal einen Blick unter die Haube oder in dem Falle unter die wasserdichte Abdeckung auf der Rückseite. Hier verstecken sich nämlich einige Anschlüsse, darunter ein 1/4 Zoll Gitarren- sowie ein 1/4 Zoll Mikrofonanschluss, ein 3,5 mm AUX-Eingang, der AC-Ladeanschluss und ein USB-Notstromanschluss für die Ladung des Mobilgerätes. Der Gitarren- sowie Mikrofonanschluss kann dabei über die beiden Drehregler einzeln gesteuert werden. Außerdem befindet sich auf der Rückseite der ausziehbare Teleskopgriff, welcher eine schöne Höhe hat, und die beiden Räder. Man kann ihn aber nicht nur stehend genießen, sondern auch auf einer der beiden Seiten hinlegen. Hierfür besitzt er Gummifüße, die das Ganze dann rutschfest und sicher machen. Was die allgemeine Verarbeitung angeht, da muss ich wirklich sagen, nicht schlecht. Das gesamte Gerät ist mit IPX4 vor Spritzwasser geschützt, was die Nutzung im Freien auch bei Regen problemlos ermöglicht. Nachdem man sein Handy per Bluetooth 5.3 verbunden hat, kann man es auf der Oberseite platzieren, muss man aber nicht, da man alles über die Bedienung des Party Loud L auch so steuern kann. Neben den Knöpfen für Ein-, Aus-, Play-, Pause, Weiter-, Zurück-, Lichteffekte, Bassboost und den Drehregler für die Lautstärke gibt es auch noch ein Infodisplay. Hier wird angezeigt, wie viel Akku der Party Loud L noch hat, welche Quelle gerade läuft und ob Bassboost aktiv ist oder nicht. Die Lautstärke lässt sich übrigens über den Drehregler in feinen Stufen regeln. Und damit mal zu dem Sound, denn letzten Endes kommt es bei jedem Lautsprecher ja genau darauf an. Er gibt Musik sehr klar wieder, wobei Höhen, Mitten und Tiefen gut aufeinander abgestimmt sind. Der Bassboost kann auf 2 Stufen eingestellt werden, wobei die 2. Stufe wirklich stark ist, aber den Bass auf Kosten von Höhen und Mitten erhöht. Aber dafür überschreitet er sich selbst bei maximaler Lautstärke und aktivierten Bassboost nicht oder fängt an zu schnarren. Und er kann wirklich laut werden, was gerade für den Outdoor-Bereich extrem gut ist. Aber uns würde mal interessieren, wofür ihr so einen Lautsprecher benutzen würdet und ob ihr vielleicht sogar die volle Lautstärke braucht. Schreibt es gerne in die Kommentare und wenn ihr schon auf dem Weg seid, lasst auch gerne ein Abo und ein Like da. Insgesamt kommt er auf 640 Watt Spitzenleistung, welche sich aus 4x160 Watt von den einzelnen Lautsprechern zusammensetzen. Und damit zum Klangtest. Wenn einem das nicht reicht, kann man aber auch noch einen zweiten Party Loud L mit diesem verbinden und dann Stereoklang sowie eine noch höhere Lautstärke genießen. Die Musik wird dabei von schicken Lichteffekten auf der Vorder- und Rückseite begleitet. Ich finde die sehr cool und auch, dass nach hinten ein Licht weggeht, gefällt mir sehr gut. Man kann aus 6 mehrfarbigen LED-Lichteffekten wählen, die sich zu der Musik auch noch verändern, wobei mir dieser Effekt hier am besten gefällt. Das Licht nach hinten kann man leider nicht verändern, nur ein- oder ausschalten. Den Sound kann man auch eine ganze Weile ohne Strom hören, denn bis zu 12 Stunden hält der Akku vom Party Loud L durch. Sollte einem in der Zeit der Handy-Akku leer gehen, kann man diesen über den USB-Anschluss auf der Rückseite laden, was sich in manchen Situationen als sehr praktisch erwiesen hat.
Jetzt aber mal der Vergleich. Man bekommt in dem Preisbereich von 250 Euro bei JBL die Partybox Encore. Und hier muss ich ehrlich sagen, der Klang von der Partybox Encore ist insgesamt etwas besser abgestimmt und der Bass nochmal eine ganze Ecke stärker. Auch wenn Höhen und Mitten hier kaum einen Unterschied machen, kommt die Musik einfach nochmal ein bisschen besser rüber, dadurch, dass der Bass etwas präsenter ist. Dies ist allerdings nur bis zu einer bestimmten Lautstärke so, denn bei besonders hoher Lautstärke hat der Partyload L die Nase vorne. Zusammenfassend lässt sich trotzdem sagen, der Partyload L ist eine interessante Alternative. Soundtechnisch kann ich hier wirklich nicht meckern, denn gerade bei höheren Lautstärken überzeugt der Partyload L sehr und bietet einen richtig guten Bass. Die Lichteffekte, die Verarbeitung und die Handhabung haben mich davon überzeugt, dass es sich hier um eine Partybox handelt, die man sich durchaus anschauen sollte. Ein bisschen enttäuscht hat mich, dass es keine Möglichkeit gibt, den Partyload L mit einer App zu verbinden. Das heißt, keine bequemen Software-Updates oder Equalizer-Einstellungen. Trotzdem eine solide Option für einen Party-Speaker. Und damit danke fürs Zuschauen, haut rein!